Heute gucken wir uns die elektrophile Substitution am Aromaten an. Wir gucken uns das am Beispiel des Benzols an, dem einfachsten Aromaten, den wir so haben können. Was war noch mal ein Aromat? Wir sehen hier, wir haben ein zyklisches Ringsystem, also ein Ring, und wir haben hier ein vollständig konjugiertes System, also die Doppelbindungen sind hier konjugiert. Und ein Aromat war jetzt ein zyklisches System mit vollständig konjugierten Pi-Elektronen, und zwar 4n plus 2 Pi-Elektronen müssen es sein. Hier bei uns in diesem Fall ist ja n gleich 1, also 4 plus 2 sind 6, weil 6 Pi-Elektronen haben wir hier. Also Benzol ist aromatisch. Und wir gucken uns jetzt an, eine Substitution von einem dieser Wasserstoffatome mit einem Elektrophil. Was ist ein Elektrophil nochmal? Ein Elektrophil ist ein elektronenliebendes Teilchen, also elektronenhungrig. Naja, also dieses elektronenhungrige Teilchen möchte jetzt also an unserem Benzol angreifen. Wir schauen uns das an und sagen wir jetzt mal, wir würden also hier die Elektronen, man macht ja immer den Pfeil, von den Elektronen zu dem Elektrophil, nicht andersrum. Also immer, wo gehen die Elektronen hin? Und wir würden jetzt also hier angreifen, das Elektrophil greift jetzt unseren Aromaten an. Und was kriegen wir denn dann? Nun ja, wir kriegen, wenn wir die Struktur jetzt malen, Folgendes. Das aromatische System wird hier in diesem Fall aufgebrochen. Wir kriegen also hier das H dran, hier kriegen wir unser Elektrophil dran. Und die positive Ladung, die landet dann hier. Und natürlich bleiben dann hier eben noch unsere Doppelbindung übrig. Jetzt sehen wir, wir haben hier natürlich jetzt das aromatische System aufgebrochen. Wir haben das Elektrophil hier addiert und jetzt haben wir die Stabilität zunächst mal des aromatischen Systems, haben wir jetzt erstmal verloren und haben das aromatische System aufgebrochen. Naja, jetzt malen wir aber mal eine Resonanzstruktur, wo wir dann sagen können, ja, wir könnten ja hier die positive Ladung im Ring einmal wandern lassen. Und zwar könnten wir die jetzt eben hierhin wandern lassen. Dann wäre nämlich die Doppelbindung hier. Und hier wird sie übrig bleiben. Dann haben wir hier das Elektrophil dran. Jetzt könnte man noch eine Resonanzstruktur malen und sagen, naja, wir könnten das ja nochmal wandern lassen. Die positive Ladung. Und dann hätten wir hier eben die positive Ladung. Hier können das hier runter klappen lassen. Und dann hätten wir eben hier H und immer noch hier das Elektrophil. So, nichtsdestotrotz muss jetzt natürlich irgendwie am besten das aromatische System wiederhergestellt werden. Naja, und wie kriegen wir das hin? Wir könnten jetzt hier also eben ein H plus rauswerfen und hätten dann das aromatische System wiederhergestellt. Weil was kriegen wir dann? Wenn wir uns das hinmalen, bekommen wir ja letztendlich hier wieder das aromatische System zurück und haben dann das Elektrophil hier dran und haben eben ein H plus rausgeworfen. Das ist der Mechanismus von der elektrophilen Substitution. Also wir greifen mit dem Elektrophil den Aromaten an. Dabei entsteht ein Kation, was eben nicht mehr aromatisch ist, dennoch resonanzstabilisiert, aber eben trotzdem ist das aromatische System zerstört worden. Und jetzt können wir eben dann, wenn das H plus wieder rausgeworfen wird, das ist ja dann die Substitution, dann stellen wir das aromatische System wieder her und haben tatsächlich unser Produkt, was wir hier eben haben wollen. Also unser Elektrophil am Aromaten. Als nächstes gucken wir uns die Nitrierung
von Benzol an. Was ist eine Nitrierung? Also wir machen hier aus Benzol, machen wir Nitrobenzol, also eine NO2-Gruppe dran. Und dafür brauchen wir eben bestimmte Reagenzien, nämlich hier die Salpetersäure HNO3 und die Schwefelsäure H2SO4. Jetzt gucken wir uns den Mechanismus dazu an. Wie funktioniert denn das? So, jetzt müssen wir schon mal was vorleisten. Und zwar, wir müssen jetzt uns ja erstmal angucken, anscheinend ist NO2 plus muss ja irgendwie das Elektrophil sein. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie können wir das überhaupt hier generieren. Also schauen wir uns mal an, wie sieht denn überhaupt die Salpetersäure aus und wie sieht denn die Schwefelsäure aus. Wenn wir uns mal die Strukturformeln von der Salpetersäure und von der Schwefelsäure hier hinmalen. Also wir könnten sagen, hier haben wir eben OH. Und jetzt haben wir hier so, wir müssen diese Formalladungen hier verteilen. Also das wäre hier die Salpetersäure HNO3. Und wenn wir uns jetzt noch die Schwefelsäure hinmalen, dann können wir das so machen. Was passiert jetzt hier? So, da Schwefelsäure die stärkere Säure ist als die Salpetersäure, werden wir jetzt tatsächlich hier also die Salpetersäure protonieren. So, das heißt also, hier greift sich dieses O, greift sich hier letztendlich das H plus von der Schwefelsäure, weil hier jetzt eben in diesem Fall Schwefelsäure als Säure fungiert, weil sie stärker ist als Salpetersäure, protoniert also die Salpetersäure. Und was erhalten wir dann? Dann kriegen wir eben so etwas, dass wir hier tatsächlich so etwas vorgebildet kriegen. Wir haben also hier eben dann OH plus und dann haben wir hier also so etwas. So, und was wir jetzt also rauskriegen hier, was passiert jetzt? Das ist natürlich ein sehr instabiles Teilchen, das Ganze, weil wir haben hier natürlich auch irgendwie hier noch eine Plusladung. Das sieht ganz komisch aus, ja. Das ist ein sehr instabiles Teilchen. Ja, was machen wir dann? Naja, wir werfen hier tatsächlich Wasser raus. So. Und dann wird hier im Prinzip letztendlich nachgeliefert. Ja, und was kriegen wir dann am Ende? Dann kriegen wir eben ein Teilchen, was dann so aussieht. Und dieses Teilchen, unser NO2 plus letztendlich hier, das ist dann nämlich eben unser Elektrophil, was jetzt unseren Aromaten angreift. Und jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir hier unser Benzol und jetzt werden wir hier angreifen. Dann wird dieses Elektronenpaar hier hinklappen. Und was bekommen wir dann? Dann bekommen wir tatsächlich hier wieder so etwas. Wenn wir also hier dran gehen, dann haben wir ja hier unser H. Dann kommen wir da an unser jetzt gebundenes NO2 plus Kation. Und wie wir ja eben sehen,
hat unsere Plusladung jetzt hier ihren Platz gefunden. So, und was machen wir dann natürlich im nächsten Schritt? Wir haben jetzt also hier das Elektrophil addiert. Und jetzt könnten wir natürlich wieder einmal die Plusladung in dem Ring wandern lassen. Aber das sparen wir uns jetzt, denn wir wissen ja schon, was jetzt eben als nächstes passiert. Wir müssen die Aromatizität wiederherstellen, indem wir eben das H+ rauswerfen und dann im finalen Schritt eben genau zu dem kommen, was wir eben wollen. Und zwar unser nitriertes Benzol. Kommen also zurück und haben dann hier unser NO2 dran und hinterher ein H+ raus. So funktioniert also der Mechanismus der Nitrierung. Wichtig ist eben erst das Nitrosylkation bilden und dann eben das als Elektrophil benutzen, an den Aromaten addieren, Aromatizität wiederherstellen, indem wir das Proton rauswerfen. Und ja, das ist der Mechanismus der Nitrierung des Benzols. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt mehr sehen, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank.